So, meine Lieben, und damit ein wunderschön und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Silent Hill 3. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin etwas krank und höre mich scheiße an und sehe auch scheiße aus. Aber das ist jetzt nicht so wild, denn das fällt hier, glaube ich, gar nicht so auf in der Kirche, in der Kapelle, wo wir uns gerade befinden und in der letzten Folge hier angekommen sind. Ja, wagen wir uns jetzt weiter ins Innere der Kapelle und ich schaue mal, was es hier so gibt. Ich habe nämlich eben schon mal diesen Part hier aufgenommen und dann sehe ich, oh, Aufnahme läuft ja gar nicht. Ja, das kommt davon, wenn man krank ist. Realisiert man überhaupt nichts mehr. Ich habe eine Karte der Kirche. So, jetzt haben wir hier so einen Beichtstuhl, da könnten wir reingehen. Müssen wir aber nicht unbedingt, das würde auch im Endeffekt nur Zeit klauen, wenn wir da jetzt reingehen. Auf jeden Fall ist hier eine Tür, wo ich nicht reinkomme. Auf der anderen Seite jedoch darf ich diesen Raum betreten. Und hier weint jemand, der möchte, dass ich ihm die Beichte abnehme. Das können wir uns von mir aus gerne gerade anschauen. Aber die Beichte werde ich ihr nicht abnehmen natürlich, denn Heather will ja mit dieser ganzen Sache überhaupt nichts zu tun haben. Von daher lasse ich das einfach mal. Und das ist auch, glaube ich, nur relevant, wenn man irgend so ein ganz bestimmtes Ende erreichen will. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich da wirklich alle Kriterien für erfüllt habe. Von daher hören wir uns das jetzt an, nehmen die Beichte nicht ab und verlassen den Raum wieder. Also bis gleich. Forgive me. I know I'll be put to death for the sins I've committed. And I'll go to my death gladly and with a peaceful heart. But please, grant me just a small piece of your everlasting mercy. Let me see my child once within your golden gates. Deliver me not to hell, but to purgatory. Allow me to atone for my sins there. I'll stand within the very flames of redemption, no matter how they burn me. Forgive me for my wicked act of revenge. And deliver the soul of my poor murdered daughter. Please. Also care for the soul of the girl whose life I have taken. God, I am a child, trembling with fear as I stare at death. Soothe my tortured soul with your infinite mercy. Please, forgive me. Ja, so sehr mir das auch leid tut, aber was willst du tun? Ich sage nichts. So, wir verlassen den Raum. Kennt ihr das noch? Was willst du tun? Der kleine Gangster. Mein Gott, das ist auch schon Jahre her. Da war ich noch ganz klein, habe ich das gesehen, habe ich mich totgelacht. Heute frage ich mich, was ist falsch mit diesem Jungen? So, wir gehen mal hier durch die nächste Tür. Ein schwarzes Monster. Da werde ich natürlich gleich den Raum verlassen. Hier ist auch nichts weiter in dem Raum. Ja. Hier ist ein ganz großes Monster. Da laufe ich aber auch einfach dran vorbei. Und ich möchte hoffen, dass ich in dieser Folge nicht niesen muss. Aber jetzt haben wir noch eine Kassette, Mensch. Kennt ihr die noch? Da habe ich früher immer alte Lieder drauf aufgenommen. Heute lade ich sie mir im Internet runter. So, was haben wir denn hier jetzt? In diesem Ordner sind ein paar Papiere. Sieht nach einer handschriftlichen Kopie eines Buches aus. Repräsentiert die Gottheit, die auch als die Sonnenaureole bekannt ist. In der Wappenkunde symbolisiert es eine religiöse Gruppe. Die beiden äußeren Ringe sind Nächstenliebe und Auferstehung. Die drei inneren Ringe sind Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. In der Regel ist es in Rot gezeichnet, manchmal in Schwarz oder in anderen Farben. Blau kehrt die Bedeutung jedoch um in einen Fluch auf Gott und ist daher verboten. Okay. Also in Blau darf man das nicht zeichnen anscheinend. Patron für die Pistole.
Aktenordner und langweiliger Bücher. Da möchte ich nichts mit zu tun haben. Ganz vergessen. Kann ich hier rein? Nein? Komm, lass mich hier durch. Ah, der versperrt den ganzen Weg. Voll das Relaxo. Da weint jemand. Dieser Kreis bedeutet Reinkarnation. Das stand auch auf dem Papier dort. Also ist der Tod nicht das Ende. Ein guter Deal, wenn du mich fragst. Dank der Reinkarnation bin ich als Alessa gestorben, lebe aber noch als ich selbst weiter. Aber weißt du, wenn ich nur dran denke, dreht sich mir der Magen um. Hier könnte ich jetzt speichern, mache ich aber nicht. So, wir spielen direkt weiter. Hier haben wir noch Bilder. Saint Jennifer. Unerschütterlicher Glaube unter der Klinge des Todes. Saint Alessa, Mutter Gottes, Gottes Tochter. Dieses Bild, das bin ich. Ich halte das Baby. Und ich bin das Baby, das gehalten wird. Das ich vor den Tod suchte. Das den Tod suchte und vor 17 Jahren mit Gott verschwand. Und dass ich hier und jetzt das Leben suchte. Aha. Okay. Saint Nicolas, wundersame Hände, ein Doktor Gottes. So, okay, okay, das sind also wir. Interessant. Und jetzt stehen wir hier. Naja, wie auch immer. Wir gehen mal weiter. So, ich bin heute echt nicht so fit, ey. Fußspuren? Hä? Fußspuren? Metal Gear. So, die Fußspuren verschwinden hinter dem Bild. Hier ist das Bild eines Engels, der in den Himmel fliegt. Nichts Besonderes. Ich habe das Gefühl, dass da etwas hinter dem Bild ist. Die Schreie und Schritte des Mädchens verschwanden dahinter. Wollen Sie das Bild des Engels bewegen? Ja. Machen wir mal. Und gehen auch gleich durch diese Tür, die dahinter versteckt war. Das Schloss ist kaputt. Hier ist noch eine Tür. Schloss ist kaputt. Schloss ist kaputt. Was? Was ist das denn für ein Geräusch? Was war das für ein Geräusch? Das Vieh, was mein Vater umgebracht hat. Und was haben wir denn hier? Eine Bibliothek. Holy shit. Hier ist ein Buch über Tarot. Tarotkarten? Tarot basiert auf den 22 hebräischen Konsonanten und soll die ganze Welt repräsentieren. Jede Karte nummeriert von 0 bis 21 hat eine bestimmte Bedeutung. Anhand dieser sagen Wahrsager die Zukunft voraus. Die erste Karte zum Beispiel der Magier bedeutet Schöpfung, Weisheit, Anfänge oder Zerstörung und Betrug. Die zweite Karte, die Hohepriesterin, bedeutet Intuition, Harmonie, Glaube oder Dogmatismus und Arroganz. Manche Quellen gaben an, dass das Gardner-Deck mehr als 22 Karten enthielt. Das Gardner-Deck existiert heute nicht mehr. Es wird ausschließlich in der Literatur erwähnt. Es heißt, diese zusätzlichen Karten basierten auf verloren gegangenen hebräischen Vokalen und bezeichnen eine entrückte, transendete Existenz. Das heißt Gott. Okay. Noch mehr Bücher hier? Ja. Die alten Götter von Silent Hill, eine Studie ihrer Etymologie und Evolution. Das ist ja ein Bandwurm. Es gibt keine Religion, die nach ihrer Gründung keine Änderung erfahren hätte. Auch diese ist keine Ausnahme. Als diese Religion in die Hände von Einwanderern fiel, wurde sie stark von ihrem ursprünglichen christlichen Glauben beeinflusst. So wurden den traditionellen Vertretern dieses Urgottes die Namen und Beschreibung von christlichen Engeln zugeordnet. Auf diese Weise beginnen gemeinsame Charakteristika aufzutreten. Es gibt ein seltenes Beispiel, in dem die oberste Gottheit Schöpfer des Paradieses oder Herrin der Schlangen und Schilfrohre den Namen eines Dämonens enthielt. Dies war jedoch natürlich nicht das Werk der Gläubigen, sondern ihrer Gegner.
Ich habe eine Tarotkarte und ein Video. Hiya, Heather. You show up everywhere, don't you? You make me sound like some kind of unwanted pest. Well, who are you anyway? Haven't you realized that yet? Yeah, you're on Claudia's side. I told you not to put me in the same category as that mad woman. Well, you're pretty loony yourself. It's true. We believe in the same God. But I'm quite sane. So why did you help me out then? Was that also part of trying to resurrect God? It's not uncommon for people to worship the same God and still disagree. God? Are you sure you don't mean devil? Whichever you like. The point is that now I really am on your side. I don't want God to be born. Wouldn't be convenient. Much too unpredictable. So you've been using me to stop Claudia, is that it? Do your own dirty work. My dirty work? I think we both had our own interests in mind. You hate her too, don't you? You're the only one who can get it done. I don't have powers like you two. Besides, I always hated getting all hot, sweaty. Oh, really? I'm just looking out for myself. Everyone does it. Don't stand there looking so smug. You're the worst person in this room. You come here and enjoy spilling their blood. And listening to them cry out. You feel excited when you step on them and snuff out their lives. Are you talking about the monsters? Monsters? They look like monsters to you? Oh no. Don't worry. It's just a joke. By the way, I forgot to ask you. Did you get the Seal of Metatron? What's that? You don't have it? Leonard was carrying it! You mean this thing? Yes, that's it. As long as we have that, we're fine. Here, take this. Ich kann und will dem Typen nicht vertrauen. Ich habe das Buch Otherworld-Gesetze. Okay, dann schauen wir mal eben da rein. Was steht denn da drin? Ach, guck mal, die Karte zeichnet sich selbst. Auch nicht schlecht. So, wo haben wir denn hier? Prüfen. Was steht denn hier? Dieses magische Quadrat mit starken schützenden und vertreibenden Eigenschaften heißt, dass Virun-Wappen oder das Siegel von Metraton. Es liefert ein Ergebnis, gleichgültig, ob das Ziel gut oder böse ist. Daher lastet seine Stärke sehr schwer auf dem,
der es benutzt, da es auch schwierig zu kontrollieren ist, wird in der Regel nicht verwendet. Daher trägt es den Namen Metraton, nach dem Engel Metraton oder Metraton, auch bekannt als der Vertreter Gottes. Aha. Sagt mir jetzt nichts, aber okay. So, wir verlassen den Raum hier mal. Und ich sehe gerade, wir spielen schon wieder verdammt lange. Nein! Nein! Und ich bin voll reingelaufen. Oh. Dummer Sack. So, wir benutzen mal eben den Fahrstuhl. Jetzt schaue ich mal gerade eben, wie viele Tarotkarten haben wir denn? Die brauchen wir doch bestimmt wieder für irgendwas. 1, 2 Stücke haben wir schon. Oh, jetzt sag nicht, in jedem Stockwerk ist hier so ein Vieh. Ich mach die nicht leiden. Ah, Gott, ey. So eine Leichenhalle, wie schön. Die Tür ist offen. Darin ist jemand in einem Sack gewickelt. Vielleicht nein. Eindeutig tot. Der Gehängte, jetzt haben wir schon die dritte Karte. Und Schrotpatronen. Das gefällt mir doch. Schrotpatronen sind immer gut. Und überall eine Tür, die aufgeht. Auf dem Bett liegt ein muffiges Tagebuch. Diese Schrift ist das Papas Tagebuch? Warum ist das hier? Manchmal habe ich selbst jetzt noch das Gefühl, dass das Mädchen eine Reinkarnation von Alessa ist, aber darüber mache ich mir jetzt keine Gedanken mehr. Das ist alles vergeben. Du warst ungeliebt, Cheryl. Oder war das Alessa? Jetzt ist es Cheryl. Wieder Alessa? Jetzt ist Cheryl wieder Alessa? Ganz gleich, wessen Reinkarnation sie sein mag. Sie war mein liebster Schatz. Aber der Name war ein Fehler. Damals sah ich in ihr nur einen Ersatz für meine verlorene Cheryl. Wenn sie die Wahrheit kennt, wird es ihr unangenehm sein? Das macht mir Sorgen. Danke, Papa. Also war ich tatsächlich Alessa. Aber mir bleibt nur eine Spur von einer weiteren Erinnerung. Ich habe meine gütige und sanfte Mutter nicht vergessen. Aha. Ist das wohl das Zimmer von ihrem Dad? Irgendwie hier in der Kapelle? So, Batterien für den Elektroschocker. Und die Tür ist kaputt, da kommen wir nicht rein. Also können wir diesen Raum hier auch wieder verlassen. Oh nein! Ey, wie viele denn noch? Und mein Controller vibriert schon wieder. Das heißt, ich habe Energie verloren. Und nicht wenig. So, hier kommen wir hier rein. Nee, ne? Waren wir da schon drin? Nee. Kann ich aber auch nicht rein. Komme ich auch nicht durch. Ah. Jetzt wird es immer schlimmer hier, habe ich das Gefühl. Noch so ein Vieh. Leck mich doch. Leck mich am Arsch. Schrecklich. Ah, guck mal, ich habe da hinten noch eine Tür vergessen. Scheiße. Dann muss ich ja wieder zurücklatschen. Oh, nee. Nein! Ich schau mal gerade. Okay. Ja, fick you. Jetzt muss ich gleich schon wieder ein Medipack nehmen. Wo war die Tür jetzt? Hinter mir. Ah, toll. Hättest du dir auch sparen können, Heather. Diesmal nicht. Schärf deine Klinge woanders. Oh, Moment. Hier ist noch eine Tür. Oh nö, schon wieder diese Viecher. Wo bin ich denn jetzt hier? Oh, okay, okay. Nee, da möchte ich noch nicht hin. Das sieht mir irgendwie nach Ende oder Ausgang aus.
Von daher gehen wir jetzt erstmal die anderen Türen oder klappern die anderen Türen ab. Genau hier. Tür ist kaputt. Ein Notizbuch, da steht was drin. Sie ist direkt hinter der Tür. Ich weiß nicht wie, aber ich kann es fühlen. Aber sie ist da nicht allein. Ich fühle eine sehr gefährliche, sogar abscheuliche Präsenz. Oder vielleicht, was sie Gott nennen. Trotzdem werde ich die Tür öffnen. Genug von diesem müßigen Geschwätz. Ich bin kein Gott, aber ich werde Claudia retten. Nein, alle. Der letzte Eintrag wurde vor etwa 17 Jahren geschrieben. Papa hat das wohl auch geschrieben. Aha. Und ein Skizzenbuch. Das ist ihr Skizzenbuch von vor 17 Jahren. Auf dem Umschlag ist eine Zeichnung von Papa. Echt nicht gut. Wie kommt das denn hierher? Die Tür klappert zwar, doch sie sitzt fest, verbirgt ein Geheimnis vor dir und auch dem Rest. Du wirst wohl denken, was könnte es sein? 5 magische Kräfte lassen dich hinein. Was tun mit all diesen, höre ich dich fragen. Ich sag's dir ganz direkt und ohne dich zu plagen, aber du musst schon bitte sagen. Eins musst du wissen, gleich zu Beginn, da ist etwas in jeder Reihe drin. Ja, und es ist denn zu fassen, 3 würden einfach nicht passen. Der kopfstehende Mann tief unter Grund, rechts von ihm, links von ihm, da ist niemand. Und lass ihn allein, sind seine Tränen auch profund, okay? Hoch am Himmel der Mond steht, voll oder halb, bevor er untergeht. Wie eine Krone funkelt Licht über dem verrückten Clownsgesicht. Eure Exzellenz, ich muss euch loben. Ihr betet zu Gott hoch oben. Darf ich es wagen, euch zu fragen, warum ihr blickt in den Himmel zur Nacht, niemals schläft, sondern immer wacht? Schlaft, immer wacht, okay. Weißt du es jetzt? Du hast es nicht vergessen. Einen wichtigen Punkt darfst du nicht auslassen. Und nun zum Schluss, bevor du dich dran wagst, hier noch ein Tipp, damit du hoffentlich nicht versagst. Unheimlich und abscheulich das Ding in der Nacht. Lasse Vorsicht walten, rechts lass unbewacht. Es ist zu deiner Linken, so handle mit Bedacht. Du wirst also die Tür öffnen. Ich bin sicher, dass es da jenseits nichts gibt als furchterregende Gefahr. Oh, vergiss es doch. Komm, spielen wir, sonst bin ich wieder ganz allein mit dir. Was für ein schönes... Auf dem obersten Regal sind Bücher religiösen Lehren. Schönes Gedicht, wollte ich sagen. Gekritzel hier auf dem Boden ist von Alessa. Aus irgendeinem Grund hat sie immer solche Monster gezeichnet, wenn sie alleine war. Ey, das ist sogar ihr Kleid. Meine Kleider, als ich 7 war, die passen mir nicht mehr. Schade, wa? So, jetzt kommt es mir aber so vor, als... Oh, da ist ein Schlüssel. Messingschlüssel. Oh, vielleicht brauchen wir den noch. Und ich werde jetzt tatsächlich noch mal ein Stückchen weitergehen. Moment mal, den Messingschlüssel, den brauchen wir bestimmt. Am Anfang war ja eine Tür versperrt, fällt mir gerade ein. Nicht in diesem Stockwerk, sondern in einem anderen. In dem obersten. So, hier laufe ich jetzt einmal eben noch dran vorbei. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir den Messingschlüssel haben. Schon wieder dieses Geheule. Was? Hä? Was? Fußspuren? Das Krankenzimmer. Eine Ampulle. Da steckt was in dem Buch.
Noch eine Tarotkarte. Tarotkarte der Narr. Dieses Buch, ich habe das Gefühl, dass ich es lesen muss, aber gleichzeitig will ich nicht. Das kenne ich. Rote Flüssigkeit oder Kristalle, die Blut ähneln. In der Kabbala heißt es, dass der Name von einem Kraut stammt, mit dem böse Geister vertrieben werden können. Es heißt, es wächst in arabischen Wüsten. Man kann es zum Schutz gegen Dämonen verdunsten lassen oder als Umschlag anwenden. Es ist kraftvoll, aber da es selten ist, ist es sehr schwer zu beschaffen. Aha. Ein Bild von mir, als ich 7 war. Ich sehe gelangweilt und traurig aus. Ist ja auch kein Wunder, damals war ich immer so. Ich will mich nicht daran erinnern. Bring mich hier raus. Okay, hier wurde sie wahrscheinlich geboren. Patron für die Pistole und sieht wie eine Art Medikament aus. Aber da ist nur ein Name auf dem Etikett. Keine Beschreibung oder so. Zu riskant, egal. Dann nicht. Nehmen wir halt keine unbekannten Drogen zu uns. So, und wir verlassen mal eben hier den Raum. Und werden jetzt erstmal speichern. Und in der nächsten Folge werden wir dann mal schauen, was wir mit dem Schlüssel anfangen. Ich denke aber mal, das wird die Tür sein, die am Anfang da verschlossen war. Jetzt kann ich hier links und da speichern wir mal eben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Zählen auch gerade mal eben unsere Tarotkarten. Wie viel haben wir denn? 1, 2, 3, 4. Okay, 4 Karten und ich glaube, mich erinnern zu können, dass wir 5 brauchen. Sicher bin ich mir jetzt nicht genau. Aber wie auch immer, wir speichern hier an dieser Stelle. Nein, das war ich nicht. Alessa schrieb das vor langer Zeit. Der Altar in der Kapelle. Es war nicht diese schöne Kapelle. Es war ein anderer Altar irgendwo anders. Aha. Whatever. So, wir speichern mal hier in Alessas Zimmer. Und haben jetzt 10 Minuten gebraucht. Ja, okay, ein bisschen länger. Die Aufnahme ist schon etwas länger als geplant. Von daher verabschieden wir uns für diese Folge und entschuldigt mich, wie gesagt, dass ich ein bisschen mich komisch anhöre und rumkränkel. Aber das legt sich bald wieder. Und dann sehen wir uns in einer weiteren Folge wieder. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einschalten würdet. Also bis zum nächsten Mal. Peace, bis dann und haut da rein.